Kommt doch mit, ich zeige euch die Räume von Dark Horse. Also Dark Horse kommt aus dem Pferderennsport. Und im Englischen ist das ein sehr gängiger Begriff und Dark Horse bedeutet so der unvermutete Gewinner, so der als erstes ans Start tritt und dann auch das Rennen gewinnt. Und wir fanden das einen sehr passenden Namen damals, als wir vor 7 Jahren uns gegründet haben, 2009, und an den Start gegangen sind, auch mit sehr viel Mut. Als wir das Unternehmen gegründet haben, ging es uns darum, einen Arbeitsplatz zu schaffen, zu dem wir immer gerne hingehen. Und wir haben das zusammen gegründet. Wir sind 30 Freunde und heute 30 Unternehmer eigentlich. Und für uns war wichtig, dass wir alle Chef des Unternehmens sind. Das heißt, jeder trägt Verantwortung für sich und auch für den anderen und auch für das Unternehmen. Was wir machen, wir sind eine Agentur für Innovationsentwicklung. Und aber auch immer wieder in verschiedenen, wir merken, wir dringen immer wieder jetzt mit den Jahren tiefer in die Unternehmensstrukturen ein und das Unternehmen auch diese Verankerung im Unternehmen brauchen von Produkten, Services, die wir vorher auch geleistet haben, bis zu, wie kann man das implementieren und umsetzen im Unternehmen. Nutzer sind eigentlich die Quelle der Inspiration. Nutzer sind so unterschiedlich und so überraschend und unvermutet, das kann man sich eigentlich in seinen wildesten Träumen nicht vorstellen, weil man eigentlich nur eine Person ist. Ich bin ein Nutzer mit meinem kleinen Kosmos und der Kosmos da draußen ist sehr vielfältig. Das Innovation Board ist ein Template mit verschiedenen Feldern, in dem die Ergebnisse aus dem Innovationsprozess eingetragen werden können, um zwischen zwei Parteien, dem Innovationsteam und den Managern zu vermitteln. Wir haben in unserem Innovationsprozess 3 Module. Das ist das Explore-Modul, da geht es darum, die Nutzerbedürfnisse herauszufinden. Es gibt das Create-Modul, da geht es darum, neue Ideen zu gestalten. Und es gibt das Evaluationsmodul. Das Bewerten der Idee passiert aus verschiedenen Gesichtspunkten. Ganz zentral für uns und das Allerwichtigste ist, wie bewertet der Nutzer die Idee. Bei uns kann man zu jeder Zeit, wo man gerade steht, in den Prozess reinspringen. Das heißt, vielleicht hat man schon eine Idee, möchte sie nur testen, vielleicht hat man noch keine Idee, weiß nicht, wo man starten soll, oder man hat schon Erkenntnisse gesammelt. Und darauf haben wir mit unserem Buch reagiert. Die Botschaft ist, jeder kann einfach starten, Produkte und Services zu entwickeln. Such dir einfach den Anfangspunkt und leg los.